Liebe Kinder, ich begrüße euch ganz herzlich zur Kinderkirche heute am 31. Dezember, den Altjahrestag oder auch Silvester genannt. Tiffany, wie siehst du denn aus? Heute ist Silvester und ich freue mich so und deswegen habe ich mich ein bisschen lustig angezogen und mit Luftschlangen und so und Tiffany, begrüßt doch erstmal die Kinder. Oh, Entschuldigung. Natürlich. Hallo, liebe Kinder. Herzlich willkommen zur Kinderkirche. Heute an Silvester. Juhu, juhu, juhu. Tiffany, du bist ja ganz aufgeregt. Ja, weil ich möchte doch ganz gerne feiern und Party machen und überhaupt Tiffany. Naja, das macht man doch so an Silvester, oder? Ja, das macht man schon so an Silvester. Dieses Jahr müssen wir ja ein bisschen aufpassen, wegen Corona, ne? Ja, ich weiß. Aber man kann sich ja trotzdem freuen und mal ein bisschen Spaß haben und Luftschlangen sich umbinden, oder? Ja, Tiffany, das kann man wohl. Da hast du wohl vollkommen recht. Dini, hast du eine Geschichte dabei? Na klar, Tiffany, habe ich eine Geschichte dabei. Und ich habe eine Silvestergeschichte dabei. Eine schöne Silvestergeschichte. Eine Partygeschichte? Nein, eine etwas andere Silvestergeschichte. Oh, prima. Dann freue ich mich, sie zu hören. So, Tiffany, und jetzt die Geschichte. Die Geschichte heißt Eine kleine Weltreise durch die Silvesternacht. Pia und Pitt sind stinksauer. Heute ist Silvester und alle feiern. Und sie haben sich doch sonst irgendwas immer einfallen lassen. Und nun sitzen sie mit Opa alleine zu Hause. Weil nämlich heute Morgen ist ein Baby geboren worden. Mama und Papa sind gleich hingefahren zu Tante Marie, um zu gratulieren. Pitt und Pia würden am liebsten weinen, aber vor Wut. So ein Quatsch, Maul, Pia. Hauptsache, das Baby ist da. Es ist gesund, sagt Opa. Silvester, schimpft Pitt. Verpennt es sowieso. Aber was wird jetzt aus uns? Die beiden sind enttäuscht. Sie hatten tolle Pläne für diesen letzten Tag gemacht. Sie wollten schön essen und sie wollten schön schmücken und sie wollten den Abend ganz, ganz gemütlich mit Papa und Mama verbringen und ein bisschen feiern. Und nun ist alles abgesagt und Pia und Pitt müssen mit Opa alleine feiern. Nicht mal ein Feuerwerk gibt es dieses Jahr. Opa mag das sowieso nicht leiden. Naja, nun ist das einfach mal so.
Blöd, brummt Pia. Alle feiern und wir langweilen uns zu Tode. Total alleine sitzen wir hier rum, gemein. Alleine? Und ich? Fragt Opa gekränkt. Bin ich niemand? Wir können doch auch ganz anders aufgeregt das neue Jahr feiern. Und zwar auf der ganzen Welt. Hä? Wie das denn? Fragt Pia. Opa grinst. Ich habe eine Idee. Holt mal euren Atlas. Während Pitt brummelnd auf Atlassuche geht, schaltet Opa den Computer ein. Im Internet, sagt er und grinst noch mehr, finden wir nämlich all die Orte, an denen es zu verschiedenen Zeiten gerade 0 Uhr ist und das neue Jahr beginnt. Ehe sich Pia und Pitt versehen haben, hackt Opa auf die Computertasten und surft mit der Maus klick, klick, klick auf den Bildschirm herum. Ein Bild erscheint. Es ist eine Insel. Das ist die Webcam von der Virgin Island, sagt Opa stolz. Es zeigt euch, wie es dort gerade aussieht. Und was seht ihr am oberen Bildrand? 23.40 Uhr. Das heißt, in 20 Minuten beginnt dort das neue Jahr. Und das ist die östlichste Insel der Welt. Und dort beginnt der neue Tag und das neue Jahr am frühesten. Und später reisen wir dann nach Neuseeland. Und dann schauen wir mal, wie die Menschen in Australien feiern. Und. Pitt und Pia vergessen ganz den Mund zu schließen. Woher weiß Opa das alles? Und noch ehe sie fragen können, ruft Opa, beeilt euch. Gleich können wir das neue Jahr auf der Virgin Island begrüßen. Das ist ja super, ruft Pia. Dann feiern wir den ganzen Tag nur Silvester. Jedes Mal in einem anderen Land. Stimmt, sagt Opa und lächelt. Wir sitzen gemütlich zu Hause und betrachten uns die echten Bilder im Internet. Dann grinst er und greift zum Telefon. Und damit wir vor lauter Feier nicht verhungern, bestellen wir jetzt die größte Pizza. Oh, prima, einverstanden. Und dann sind sie gar nicht mehr so traurig, weil sie nämlich doch eine tolle Party um die ganze Welt mit Opa feiern. Das war ja eine tolle Geschichte. Das wusste ich gar nicht, dass man das überall so sehen kann. Und stimmt, dadurch, dass ja so verschiedene Zeiten sind, beginnt das ja immer ganz anders. Oh Mann, das ist ja richtig, richtig toll. Ja, Tiffany, und so können wir zum Beispiel auch Silvester feiern. Prima, da freue ich mich drauf, Tini. Sag mal, kennt ihr das Lied in der Weihnachtsbäckerei? Aber natürlich, klar. Wollen wir das zusammen singen? Ja, gerne. Auf jeden Fall. Okay. Super. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knick eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Ist das Rezept geblieben von den Plätzchen, die wir lieben? Wer hat das Rezept verschleppt? Na, dann müssen wir es packen, einfach frei nach Schnauze backen. Schmeiß den Ofen an und ran. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knick eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Brauchen wir nicht Schokolade, Honig, Nüsse und Zuckerde und ein bisschen Zimt? Das stimmt. Butter, Mehl und Milch verrühren, zwischendurch einmal probieren und dann kommt das Ei vorbei. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knick eine riesengroße Bäckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Bitte mal zur Seite treten, denn wir brauchen Platz zum Kneten. Sind die Finger rein? Du Schwein! Sind die Plätzchen, die wir stechen, erstmal auf den Ofenblechen? Warten wir gespannt, verbrannt. Oh. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knick.
herrlich, eine riesengroße Bäckerei in der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Und nun lasst uns gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr behüte dich, er segne dich und begleite dich auf all deinen Wegen. Amen.